Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Vizebeast Infinity Evolve. Mit dabei in der allerersten Aufnahme der Sora-Timers. Was geht, meine Freunde? Endlich kann ich auch aufnehmen. So, jetzt muss ich aber mal ganz schnell hier zwischendurch was sagen. Ja? Moment, dachte, mach ich mal ganz schnell die Musik bei mir aus. Okay. Na? Okay. Wie nennt man in Ägypten einen Spieler, der nicht spielen kann? Eine Mumie? Nein, Noob ist. Scheiße. Der war so flach. Der war richtig flach. Ich will Oh Mann. jetzt echt hoffen, dass ich dran denke. Dann baue ich hier nochmal ein kurzes Video zwischendurch ein. Also die Folge musst du dir bei mir mal kurz geben. Also, die werde ich definitiv anschauen. So, ganz kurzes Update bei mir. Ich habe hier eine Kobbelfabrik aufgebaut. Wer jetzt erwartet? Ich habe dafür hier mal das Feld weggemacht mit den Enderlilies. Hier Transfer Nodes mit drei World Data Action Upgrades und ein Speed Upgrade. Und dann die Crafter von der F-Tools. Der steht schon 2, 3 Tage hier und sind schon ein paar durchgekommen, ein paar Kobbels. So. Ja, und bei mir ist kurz zur Info. Also, ich habe ja ein bisschen einiges aufgebaut. Hier ist quasi so mein Haus. Das hier werdet ihr später noch erfahren. Das ist für Palms Harvest. Palms Harvest Craft. Weiß ich nicht. Das, ja. Das werde ich jetzt noch kurz fertig bauen und dann werden wir auf. Irgendwie ist meine Maus schnell. Hier auf Bizania eingehen. Beziehungsweise, ich werde anfangen mit euch die ersten Anfänge von Botania zu machen. Da ich bis auf ein paar Videos nicht wirklich also eine Ahnung, will ich jetzt nicht sagen, aber noch nicht viel damit gemacht habe. Was fabriziere ich hier gerade? Also, ja, stimmt ja. Ich stehe hier auch mal gerade ganz kurz bei dem neuen Platz, den wir gebaut haben, weil hier war ja echt ein Haufen Müll an Bergen. Das sah ja widerlich aus. Das haben wir weiter damit begradigt. Das Portalgebäude müssen wir dann nochmal neu bauen. Das sieht noch nicht so ganz gut aus. Ja, das gefällt mir jetzt langsam auch nicht mehr so wirklich. Aber das werde ich jetzt auch mal zeigen. Hier ist also die Portale. Das ist einmal Winning World, Twilight Forest, dazu Never, dann Rune Dungeons. Oh, nicht ins End. Und hier das End. Ganz knapp. Ich mag nicht mehr. Und hier haben wir den Marktplatz. Ich mag nicht mehr. Ich schau gerade schon wieder ins ME-System. Was ist diesmal? 250.000 Knochen. Ach du heilige Scheiße. Ich habe schon 50.000 eben weggeworfen. Das ist viel. Ach du Scheiße. Hey, ich stelle echt nur noch eine einzige Cracker auf erstmal. Und die Ja. läuft immer noch durch. Ach du Scheiße. Alles klar. Gut, ich baue jetzt erstmal hier unten. Hier bauen wir einen Erzverarbeitungsraum auf. Ich habe die Schnauze voll. Das wäre auf jeden Fall eine gute Idee. So, ich bin hier auch gleich fertig. Okay. Komm, ich bin mal verschwenderisch. Ich habe ja eine komplette Glasproduktion. Werde ich euch auch gleich zeigen. Was das Dach betrifft, das ist jetzt wurscht. Aber ja. Das gehört auch dazu, aber ja. Also dann mal sehen. Als erstes brauchen wir für Botania das Lexika Botania, das ist hier. Gemacht aus einem Buch und Pinzettling, egal welcher Sorte. Und ich werde erstmal das Glas wegpacken, wenn ich eine Kiste weiter. Hier. Und einen Setzling. Ich nehme jetzt einfach mal ein Greatwood Setzling. Davon habe ich so viel, also ja. Weißt du, was ich gerade sehe? Ja? Ich habe keinen Flint. 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 Also ich könnte welchen herstellen, den Nee, ich. ich habe noch ein bisschen. Aber ich Okay. glaube nicht, dass das reichen wird. Nee. Ansonsten. Ja, für einen Anfang reicht das schon mal. Oh. Realistical, Ja. logical ideologist. So. Welcome to Britannia. Ja, gut, das könnt ihr euch jetzt selber durchlesen, das werde ich jetzt. Ja, nicht.
Das werde ich jetzt nicht alles durchlesen, das Okay. könnt ihr euch selber durchlesen. Welcome to Britannia, ja. Kannst du. Du hast doch Gravel, oder? Ja, Gravel. Hast du auch noch einen Pulverizer über oder so? Moment, Pulverizer hab ich. Ja, da habe ich den Resonant frei mit Speed Upgrade und angeschlossen einen Ofen auch mit Speed Upgrade. Es geht nur darum, kann ich dir irgendwie Flint abkaufen? Ja, sicher. Wie viel kannst du machen? Also ich habe jetzt 4-6 drinnen und habe noch 2,5k Gravel. Kann ich mir so ein paar kaufen? Ja, ist schon in Produktion. Danke. Oh, kein Problem. Verdammt, jetzt macht der Sand da. Wo ziehst du den Sand hin? Fragen über Fragen. Das, okay, er zieht in die Kaste. Gut, das passt. Was es mit dem hier auf sich hat, das erfahrt ihr auch noch in ein paar späteren Folgen. So. Mein Gott, der Typ hat Geheimnisse. Warte, das kann ich gut. Hatte doch. Du hast ja schon sofort was vergessen am Anfang zu sagen, ne? Was denn? Du hast ja einen komplett. Ich glaube, du hast einen komplett neuen Kanal, oder? Ja, das stimmt. Ja, dann erzähl doch mal den neuen Zuschauern, dass wir nicht zu zweit spielen. Ja, so, wir sind eigentlich zu dritt. Das sieht man hier rechts. Der Spittiger Zoo ist noch dabei. Er ist jetzt aber, ich glaube, in seiner Spätschicht. Und das Ganze ist jetzt aufgebaut. Feed the Beast Infinity Evolved. Dabei ist der Dosh MP. Spittiger Zoo. Oh, meine Wenigkeit. Und das Ganze hat sich so zusammengetragen, dass ich beim Spittiger so ein bisschen gefragt habe, wie könnte man so beim Projekt mitmachen. Er hat mich dann quasi per PN eingeladen und bin jetzt seit knapp einem Monat oder so dabei. Andere sind natürlich schon einiges weiter, aber ja. Einiges ist ein bisschen untertrieben, also ich bin bei Folge 45 jetzt angekommen. Ja, aber es klappt schon noch. Ja, also ich denke, ich komme gut voran. Ja. So, jetzt sehe ich hier auch. Ah, das wollte ich wissen haben. Welcome to Britannia, bist du. Ah, Tutorial of the Basics, genau. Why one called you just go through the rivers? The book at Fair Laser. Ah, ich habe voll was vergessen zu sagen. Schieß los. Ich habe meinen Reaktor nochmal anders steuern lassen. Aha. Und zwar wird der jetzt nicht mehr über Redstone gesteuert. Ich habe hier so einen Programmable Rednet Controller jetzt angesteuert. Ja. Das ist sehr schön, dass du das mit mir geshared hast, danke. Und zwar habe ich hier am Controller an dem Rednet Port eingestellt, dass die Control Rods, je voller der Speicher hier ist, desto geringer Resonanz hier soll der Reaktor haben. Also übersetzt. Ja, ist gut, ich hab's verstanden! Also, je mehr Akku voll ist, desto weniger wird produziert, aber auch desto weniger wird verbraucht vom, hier, sammelt schnell, Gedönse, Yellorium, danke. Was du darfst wieder. Was jetzt? Hat der jetzt gerade die Aufnahme beendet? Moment, die Aufnahme läuft, was bist du dann? 19:29 Uhr. Ah ja, okay, ja, passt. Also er hat mir jetzt nicht kurz aussehen das Internet aufgemacht und es war gerade zu fail. Ich würde sagen, eine produktive erste Folge. Ja. Alter, ich hau dich gleich, ne? Definitiv. Doch irgendwie. Ah, ich müsste doch irgendwie die Rechte haben. Das Welcome to Britannia, Welcome to Britannia. Für die Leute, die sich bei mir noch fragen, was das für eine Flüssigkeit da unten ist, das ist Blazing Pyrophium. Davon hatte ich mal ein bisschen sehr viel gemacht und gedacht, ja komm, wenn es sonst keinen Zweck hat. Ja, also, kann man mal machen. Ja. A Tutorial of the Basics. You can pick between and in-game.
weiter aus. Guck mal, Aschott ist wie. Ah. Ja, falsch wiedersehen. Alter, wie oft willst du noch scheren? Kurze Frage. Hey, wo ist das? The Lexicon Index category can be very helpful for searching asset contents. Every entry in the book one place. Huh. Gut. Okay, dann mach ich hier noch. Ah, verdammt. Ah. Können wir das so regeln? Für jedes Mal scheren kriegst du einen Freitod? Ja, könnte man machen. Alles klar, schreibt in die Kommentare, ob die Regel durchgeführt wird. Okay, ja, genau. Verdammt. Okay, also auf jeden Fall, ich weiß ja ein bisschen noch auswendig, was genau wir brauchen. Und ich habe so die Vermutung, dass wir tatsächlich dieses Buch hier brauchen. Ich komme kurz bei dir vorbei wegen dem Flint, ne? Ja, kein Problem. Also wir brauchen auf jeden Fall mal ein... Wo haben wir dich denn? Wir brauchen ein Petal Effusiferary. Ja, wisst ihr, wie man es ausspricht? Dafür brauchen wir Mystical White Petal. Wo sind die Flints? Wo die sind? Unten? Ja, einfach im Keller bei der Goldkiste. Ja, sind. Dann brauchen wir noch ein Mana Pool. Der wird gemacht aus Living Rock. Den bekommen wir von Followed Stone zum Beispiel oder einfach nur Stone. Pure Daisy. Pure Daisy bekommen wir, wenn ich das Rezept angezeigt bekomme. Die haben wir hier. Ne, das ist nicht. Hier, Pure Daisy. Entweder über Petal Apple Severy. Whiskey White Petals für Stück. Dann über Mana Infusion. Mal Dayblue machen, die brauchen wir auch noch später mal. Ich merke schon, das ist hier noch so ein englischer Profi unterwegs. Ja, ich habe null Ahnung von Englisch. Ja, das habe ich schon gemerkt an der Petal Perfect. glaube, dass ich meine ganzen Petals beim Twittiger gelassen habe. Und das war ein Fehler. Okay. Recht? Ja, ja, ich zeig jetzt einfach mal so, was ich hier noch so gebaut habe. Das ist so ein kleiner Weg. Da geht es halt so den Berg rauf. Das ist in Verbindung mit einer Elevator ganz oben. Und hier noch so eine Hängebrücke hin, die dann bis zum Swittiger führt. Den ich jetzt auch mal kurz hinfliegen werde, wenn meine Chunks laden. Ja. Und ich hoffe mal, dass die Botan jetzt auch noch nicht weggeschmissen hat. Aber unser. Das Wittige ist ja so ein kleiner Minecraft-Messi. Ein kleiner? Stimmt, eher ein großer. Ja, das werde ich dem erzählen. Oh je. Ich sehe schon seine Kommentare. Ich sehe schon seine Kommentare in WhatsApp, oh je. Machst du das Botania-Zeugs? Okay. Ja gut, das war jetzt nicht wirklich ein Spoiler, weil die Folge ja schon beim draußen ist von da oben. Das ist das Lager. So. Das ist... Ja, der hätte ich hier eine Spinne. Oh, meine Energy. Ja, hier haben wir es. Die Schaß Forest. 3, 4 Whiskey White Petals. Ja, Pure Daisy, genau. Und dann den. Den ganz Küche. Ihr wisst ja, was das ist. Nein. Erklär mir das bitte mal. Das könnte etwas dauern. Das würde ich jetzt aber erklärt haben. Also, grob ist der Petal für Savvy eigentlich dazu da, dass man verschiedene Rezepte macht. Man kann zum Beispiel im späteren Verlauf, ich weiß nicht, ob wir das hier sogar haben, so, ja doch, haben wir. Also zum Beispiel Rune of Water herstellen. Das wird dann ganz wichtig für bestimmte Rezepte. Man kann nämlich auch die Rüstung herstellen oder beziehungsweise Items für die Rüstung. Und ich
glaube, dass man sie auch für Blumen braucht. Könnte etwas Einlösung benötigen bei mir. Ja, ich merke das schon. Oh ja. Du bist. Ja. Boah, dafür willkommen, okay. Okay, ich brauche Ja. eine Ah. Das Pen Dart. nicht. Genau, ich habe eine davon zu wenig. Ja, so von den Rezepten her würde ich mal sagen, wird jetzt nicht irgendwie was Exklusives kommen. Deswegen werden wir das ja höchstwahrscheinlich hier oben machen. Wenn es sagen wir mal dahin packen. Ups. Kannst, Und kurze Frage, kannst du einen ja. Ender-Chest gebrauchen? In der Chest. Ja, die könnte ich für die später mal für die Query gebrauchen. Ja, ich habe gerade aus Versehen 12 gemacht. Ach du Scheiße. Ja gut, dann können wir ein bisschen großzügiger sein. So, wie lang ist eigentlich die Folge? Wir sind bei 15 Minuten. Okay. Ja, Leute, ich werde auch wie die anderen so 20 Minuten machen. Und also beim Klaus, kann man das sagen? Ja. Also beim Klaus ist das so, er hat privat, sag jetzt einfach mal. Du kannst sagen, dass er seiner Tochter kriegt, hat er schon öffentlich gesagt. Okay, also der Klaus bekommt mit seiner Frau eine Tochter. Ist deswegen natürlich verständlicherweise weniger, da will ich jetzt nicht sagen, also er ladet weniger Folgen hoch, dafür länger. Und Josh ist so, du machst jeden Tag eine Folge, oder? Ja. Und ich werde es wahrscheinlich so machen, da ich ja, wie ihr wisst, wollte gerade sagen, wieso lagen die Chunks nicht? Ich mache hier ein Horror-Let's Play noch. Das werde ich auf jeden Fall zu Ende bringen. Darauf könnt ihr euch freuen, dass ich ausrasten werde. Dann kommt hier noch mein Let's Beat auf Minecraft. Und hier ist Wochenende. Da habe ich auch noch was geplant. Das wird auch noch eine Überraschung für euch. Aber um zum Punkt zu kommen, was P2Ps betrifft, werde ich jeden zweiten Tag eine Folge bringen oder tatsächlich jeden Tag, wirklich jeden Tag eine Folge in Verbindung mit den anderen Projekten. Und ich brauche jetzt erstmal viel davon, total zurückzukommen. Dann Pure Daisy. Wo? Hä? Also, ja, und was auch ganz wichtig ist, ich werde, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen, ich werde kein Ressourcenpack reingeben. Einfach aus dem Grund, weil ich mein PC nicht übertrieben ausreizen will, da er erst in Reparatur war. Und ich bin froh, dass es nicht so teuer war. Ich denke aber mal hier an, sammelt schnell das hier das Zootex, nicht Zootex, wie heißt das? Faithful kannst du schon reinhauen. Ja, stimmt. Faithful wollte ich eigentlich schauen. Also ich denke, ab der nächsten Folge dann doch das Faithful. Accept Pure Daisy. What the color do you want to be? Ja, ist. Was brauchst du noch? Also ich denke, man brauchte was? Also stört mich ein bisschen, dass mich hier im Buch nicht alles sehen kann. Schon wieder. Boah. Mach weiter. Ja. Also, ihr werdet es wahrscheinlich eh schon, euch wahrscheinlich schon denken, Mann, wieso sieht dieser Typ nicht, wie das geht? Aber gut. Hab du Search? Ich kann hier nicht searchen. So nicht. Doch. Ja. Daisy, es passiert nichts. Ich gebe einfach mal ein Botanier. Ganz ehrlich, ich bin jetzt verschwenderisch, ich hab's ja momentan. Ja, gute Idee. Okay. Er kommt zu Botanier. Er kommt zu Botanier. Congratulate you on the fine choice of strapping. Accepting at the book together or just finding this thumb in the chest. Whichever applies. Okay. You can navigate the screen
Loop using the arrows at the bottom of this page. The mouse wheel or the arrow keys in your keyboard. Okay, ja, damit kann man es machen, aber das passt immer mit der Maus. Wenn du mal Fragen haben solltest zu Botania, ich hatte den Mod ja schon mal gemacht. Ja, also ich hänge. Jetzt habe ich den Fehler gefunden. Warum du noch geschert hast? Also ich hatte ja rechts also diese Seiten und Historie und ganz unten ist ja dieser Pfeil. War natürlich nicht so schlau und habe das komplett zurückgeklickt. So. Also, da wir diesen Pfeil jetzt. Danke, nimmst du das eh raus. Alter, nimm das. Danke. Nachdem wir diesen Pfeil jetzt hinter uns haben, Basics and Mechanics haben wir nämlich so. Petal Upper Cherry. In order for our botanist to create plant life, Ted can do its biding. Yeah. One world needs special means of infusing plants with mystical energy. Nakita the Petal Adversary does just that. Okay. Also wird einem quasi erklärt, dass man mystische Energie benötigt. Und was ich gesucht habe. This block when blast in a world and people some water by use of a water bucket, genau. Wir brauchen einen Wasserbucket, damit wir. Jetzt sehen wir nochmal das Rezept davon. Dass wir eine Pure Daisy dann hoffentlich machen können. Und. Wir sind schon über die Zeit hinaus. Wir sind schon bei 21 Minuten. Meine Freunde, das ist. Machst du die Abfolge oder ich? Ja, ich kann sie noch machen, aber so bei der nächsten Folge. Okay. Gut. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Schaut auch beim Sora-Timer vorbei und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss. Reingehauen, meine Freunde, und Wiederschauen.